Hier ist wieder was los im Wald. Die ganzen Hunde, ja, bellen sich alle gegenseitig an. Und das finde ich mal das Lustigste, wenn die ganzen Besitzer so daneben stehen und alle rumschreien so, komm mit her, komm mit her, komm mit her. Ne? Falls du mal drüber nachdenkst, dir einen Hund zu holen, ne? Eine der ersten Regeln, die du wissen musst, ist, wenn dein Hund gegen einen anderen Hund kämpft, ja, dann greif nur im absoluten Notfall ein. Die Hunde, die machen das in der Regel komplett unter sich aus. Das bedeutet, wenn du auch einen Hund an der Leine hast und du siehst einen anderen Hund, wo der Hund ohne Leine ist, ja, dann muss entweder der eine seinen Hund sofort an die Leine nehmen, oder du musst deinen sofort abmachen. Weil ein Hund an der Leine und ein Hund nicht an der Leine, das endet nie gut. Aber beide Hunde ohne Leine, egal was für Rüden, egal wie aggressiv die sind, meine einer ist auch nicht kastriert, egal wie aggressiv der andere Rüde ist, wenn die beide ohne Leine sind, dann fühlen die sich nicht bedroht, ne? Und dann klären die das immer unter sich und es geht immer gut aus bisher, ja. Wenn aber das Herrchen oder Frauchen hysterisch wird und anfängt rumzubrillen und dazwischen zu gehen, dann geht es meistens nicht so gut aus. Aber egal, ich wollte euch eigentlich nur kurz einen neuen Kameratest zeigen. Das ist jetzt hier eine neue Cam, die ich unterwegs habe. Kann ich euch gerade nicht zeigen, weil ich mit der ja gerade filme. Aber ihr könnt ja mal das Bild beobachten, ob euch was auffällt, ob es irgendwie besser geworden ist. Und... ich wollte euch noch ein bisschen ein paar Sachen erzählen zum Thema Content hier und Videos auf dem Strandfigur-Kanal, weil jetzt ist das Zero-to-Hero-Programm voll im Gange. Das bedeutet, heute geht's los, ja. Ich fange schon richtig an zu zittern und bin schon total nervös und laufe den ganzen Tag im Kreis und so. Nein, Spaß beiseite. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, weil viele Sachen produziert wurden für diesen anderen Kanal und für das ganze Muskelaufbauprojekt. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für auch das Strandfigur-Leben und werde auch selber demnächst ein bisschen mehr Urlaub machen und mich mal ein bisschen mehr zurücklehnen endlich, ein bisschen mehr genießen auch. Ich meine, ich genieße die Arbeit sowieso eigentlich viel mehr als alles andere. Das ist ja schon gerade das Kuriose. Aber ich werde, glaube ich, auch mal so hin und wieder einen Tag nicht arbeiten. Ja, so, weil nach einem Tag... kann ich schon wieder nicht still sitzen. Egal. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn du im Urlaub bist oder so, irgendwie muss ich irgendwie trotzdem was machen, ja. Und ich wollte einfach euch fragen, was hat euch so eigentlich am besten gefallen in der Vergangenheit, ja? Soll ich wieder so ein paar Epic Mealtime Rezepte machen, ja, wo ich so richtig komplett ausraste in der Küche und alles hin und her schmeiße, ja? Oder waren es eher so diese Whiteboard-Video-Geschichten und so, wo ich irgendwelche wissenschaftlichen Zusammenhänge zeige, so nach dem Motto Bullshit-TV, was stimmt nicht, und ganz simple Sachen erkläre an einem Whiteboard? Oder sind das so eine Sachen wie Muskelmittwoch? Ja, Muskelmittwoch im Wald und an den Hanteln und mit Nathalie zusammen, solche Geschichten? Oder sind es einfach allgemein so auch diese Motivationsvideos und hier so durch den Wald laufen, Waldvideos machen und sich wie die Axt im Wald benehmen und so eine Sachen. Ja, was sind das für Sachen, die euch interessieren? Postet es mal unter diesem Video hier als Kommentar und die anderen liked die Kommentare, die euch gefallen, beziehungsweise die Dinge, die ihr sehen wollt. Und dann werde ich in Zukunft hier diesen Content so ein bisschen drauf ausrichten. Und dieses Jahr wird noch einiges richtig, richtig Cooles hier anstehen für euch. Ich werde noch ein paar coole Kollaborationen mit anderen Leuten machen, anderen YouTuber dann unter anderem, und noch die ein oder andere Überraschung für euch parat halten. Und ja, werde euch natürlich auch darüber informieren, was demnächst bei mir Neues ansteht, denn ich bin dieses Jahr dabei, mir meinen größten Kindheitstraum zu erfüllen. Einen Traum, den ich schon immer hatte und den ich dieses Jahr wahrmachen werde. Und yo, deswegen wird es ziemlich cool noch. Und ich freue mich weiterhin. Wir sind jetzt bald hier bei den 50.000 Abonnenten. Einfach unglaublich, unglaublich cool, was wir gemeinsam hier schon auf die Beine gestellt haben. Und es erfüllt mich jeden Tag wieder aufs Neue mit Freude und mit unglaublicher Energie. Und ich kann euch nur sagen, Leute, ich werde immer weitermachen. Immer weitermachen. Die Uroma von meinem Sohn, also meine Oma, ist jetzt letzte Woche gestorben. Jetzt habe ich also keine Großeltern mehr. Und dann haben wir so lange darüber gesprochen, auch in der Familie. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ich will mit 90,
ich will mit 90 bei meinem letzten Klimmzug im Bett tot umfallen. Dann mache ich noch schnell mein letztes Video und dann bin ich glücklich, ja. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Bis dahin habe ich noch viel vor mit euch gemeinsam und mit anderen Leuten, anderen Projekten. Und ich würde mal sagen, wir werden noch gemeinsam so einiges erreichen. Okay, Leute, das war die neue Kamera, der neue Kameratest. Ein bisschen Philosophie mitten am Tag hier. Und jetzt werde ich weiter mit dem Fahrrad hier fahren und dem leisen Rauschen des Sees zuhören, den Enten und meinen Hunden.